einblenden, fand ich sehr überzeugend. Ich habe hier einen Little Labs hintern, Voice of God, ne? Wo du dann. Im Endeffekt, dass du die Center Frequency suchen kannst für den Beat. Finde ich schon ziemlich gut, ja. Und es ist halt auch als wirklich sehr musikalisch auf allen möglichen. Also wenn du es zum Beispiel auf eine Synthline nimmst, also einen Bypass, ne? Das funktioniert wirklich auf allem. Also ich nehm mir meistens ein, zwei Spuren, die für mich so Performance-Spuren sind. Ja? Und die werden dann runtergeregelt von, dass die reinkommen. Und was halt Hammer ist, habe ich gerade dem Kollegen schon erzählt, wenn du eben im Hold arbeitest, dann kannst du richtig reversed. Und du kannst die Frequenz steuern. Du kannst auch sagen, die hohen Töne wegfiltern. Jetzt löst er alle aus, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, nur die Bässe sollen durch, ne? Oder ganz trocken halt, ne? Fett. Allein wenn man ihn ein bisschen crunchen will, ne? Ja.